So, heute habe ich gleich zwei tolle Sachen für dich, denn zum einen nähen wir diese Tablet-Tasche aus Filz mit einer schönen Korklasche und einem Bügelperlen-Patch und zum anderen, Bügelperlen ist ein gutes Stichwort, habe ich heute etwas für dich, denn normalerweise ist in dieser Tasche mein Tablet drin, heute steckt da aber was für dich drin, denn die liebe Laura von Try 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 hat ein Buch geschrieben zum Thema Bügelperlen mit dem wundervollen Namen Just Beat It. Also wenn du ein Kind der 80er bist, so wie ich, dann wirst du wissen, warum ich dieses Wortspiel so geil finde. Ne? Ich verlose dieses Buch. Das heißt, wenn du Lust hast, dieses Buch zu gewinnen, schau unbedingt auf dem Blog vorbei. Das kannst du noch bis zum 9. Oktober 2017 gewinnen. Wenn du das Video nach dem 9. Oktober 2017 anschaust und das Buch trotzdem haben möchtest, verlinke ich dir unten in der Infobox den Link zum Buch. Und wenn du dich jetzt gerade fragst, ja, Kind der 80er, Gewinnspiel, Bügelperlen, Tablettasche, ist ja alles schön und gut, aber wer bist denn du überhaupt? Dann stelle ich mich noch kurz vor. Ich bin Yvonne vom Blog Montage und der grüne Typ da hinten hinter mir auf dem Regal, der eben so schön diese Tanzeinlage geliefert hat, das ist Hans-Günther, der T-Rex. Und wir beide, wir zeigen dir heute, wie du diese Tablettasche aus Filz ganz einfach selber nähen kannst. Und wenn ich sage wirklich einfach, dann meine ich einfach, denn du brauchst nur zwei Nähte, mehr nicht. Die Anleitung, die Materialliste und alle Infos zum Gewinnspiel findest du auf dem Blog. Es ist auch alles nochmal hier unten in der Infobox verlinkt. Und wenn du Lust hast, diese Tablettasche mit mir zu nähen, dann würde ich sagen, wir legen direkt los. Bevor wir loslegen, will ich mit dir noch einen kurzen Blick in das Buch von Laura werfen, um dir zu zeigen, was für coole Ideen da drin sind. Ich bin besonders verliebt in diese kleinen Aufbewahrungsdöschen, die aussehen wie Obst. Das ist so cool. Es lohnt sich also wirklich beim Gewinnspiel mitzumachen. Deinen Filzzuschnitt legst du erstmal mit der linken Seite nach unten auf die Arbeitsfläche, die rechte Seite ist oben und dann befestigst du deine Korklasche da dran. Das machst du am besten mit Stoffklemmen, damit der Kork nicht beschädigt wird und diese Korklasche ist gleichzeitig später unser Taschenverschluss. Dann heftest du alles mit Stecknadeln fest und nähst am äußeren Rand entlang zwei gerade Nähte, um die Tasche zu schließen. Denk immer daran, dass du beim Nähen am Anfang und am Ende deiner Naht mit dem Nähfuß vor und zurück gehst, um deine Naht zu verschließen, damit sie dir später nicht wieder aufgeht. Wenn du beide Nähte genäht hast, kannst du die Nahtzugabe so nah an der Naht wie möglich zurückschneiden. Ein halber Zentimeter sollte reichen. Und dann kannst du dich schon daran machen, die Tasche zu stülpen. Denk daran, dass du die Ecken entweder mit deinem kleinen Finger oder einem stumpfen Gegenstand schön nach außen stülpst, damit die Tasche schöne spitze Ecken hat. Ja, und eigentlich wärst du mit der Tasche schon fertig, es sei denn, du möchtest noch das Bügelperlenpatch basteln. Das kommt jetzt. Natürlich brauchst du Bügelperlen und Stiftplatten. Die kannst du ineinander stecken. Und auf dieser Stiftplatte markierst du dir mit zwei Bügelperlen den Abstand von 30 cm. Das ist die Breite deiner Tablettasche. Wenn du dir das markiert hast, kannst du loslegen und dein Motiv auf die Bügelperlen-Stiftplatte draufstecken. Wenn es genau diese Vögel sein sollen, dann findest du auf dem Blog eine 1:1 Vorlage für die Vögel zum Download. Wenn du nach anderen Motiven suchst, dann kann ich dir empfehlen, bei Pinterest nach Stick- oder Strickschriften zu suchen. Denn ein Kästchen bzw. eine Masche ist genauso wie eine Bügelperle auf der Stiftplatte. Bei den Vögeln habe ich es übrigens so gemacht, dass ich den längsten Teil zuerst gelegt habe, also den Schwanz oder den Kopf, und mich dann daran entlang gearbeitet habe, bis ich mit der Form zufrieden war, dass es ungefähr so ausgesehen hat wie ein Vogel.
Und wenn du mit der Form zufrieden bist, dann legst du Backpapier auf die Bügelperlen, bügelst sie, bis sie aneinander geschmolzen sind und löst sie vorsichtig mit einer Pinzette von der Stiftplatte. Löst die Vögel zuerst ab, damit dir die Äste nicht brechen. Jetzt sind wir auch fast schon fertig. Das letzte, was noch fehlt, ist, das Bügelperlenpatch auf der Tasche zu befestigen. Ich habe mich dazu entschieden, es anzunähen, weil ich der Meinung bin, dass die Befestigung mit Flüssigkleber oder Heißkleber nicht lang genug hält. Je nachdem, wie doll deine Tasche beansprucht wird, kann es nämlich sein, dass sich das dann mit reinem Kleber nach einer Weile einfach wieder ablöst. Und wenn du es festnähst mit farblich passenden Garn, sieht man das Garn überhaupt nicht und dein Patch hält bombig auf der Lasche. Ja, und dann bist du auch schon fertig. So, für heute war es das erstmal wieder. Ich hoffe, du hast richtig Lust bekommen, dir auch so eine Tablettasche aus Filz selber zu machen und vor allem ein bisschen mit Bügelperlen zu experimentieren, denn diese kleinen Biester können viel, viel mehr, als man ihnen eigentlich zutraut. Ich habe zum Beispiel auch einen Flaschenbezug daraus gewebt. Das Ding sieht so aus und wenn du Lust hast, das mal auszuprobieren, verlinke ich dir den Beitrag hier oben irgendwo und natürlich unten in der Infobox. Wenn du Fragen hast, wie etwas funktioniert, Fragen zum Schnittmuster, das du auf dem Blog runterladen kannst oder zum Thema Bügelperlen oder zur Anleitung oder sonst irgendwelche Fragen, kannst du mir natürlich immer eine E-Mail an hello@montage.com schreiben. Du kannst mir hier unter dem Video oder auf dem Blog einen Kommentar hinterlassen, dann antworte ich so schnell ich kann. Natürlich freue ich mich auch immer riesig über Feedback, wenn du Lust dazu hast. Und falls du diese Tablettasche nachnähst, vielleicht sogar mit Bügelperlen-Patch, dann würde ich mich natürlich unheimlich freuen, wenn du dein Projekt mit dem Hashtag MontageDIY auf Instagram markierst, denn dann kann ich nicht nur sehen, wie cool deine Tablettasche geworden ist, ich kann liken, kommentieren und gucken, was du sonst noch so machst. Das finde ich nämlich unheimlich cool und spannend. Wenn du, jetzt habe ich es schon weggepackt, Menno, Moment, das Buch von der lieben Laura gewinnen möchtest, schau unbedingt bis zum 9. Oktober auf dem Blog vorbei. Die Teilnahmebedingungen stehen ganz unten unter der Anleitung. Hans Günther wird den Gewinner dann in einem Live-Video auf Instagram ziehen. Die alte grüne schuppige Losfee. Wenn du kein Video mehr von mir und Hans Günther verpassen möchtest, dann solltest du meinen Kanal abonnieren, denn dann wirst du immer automatisch benachrichtigt, wenn ein neues Do-It-Yourself-Video mit mir und dem grünen Typ da hinten online geht. Ich hoffe, du hast richtig Spaß beim Basteln und wir sehen uns beim nächsten Do-It-Yourself-Video wieder. Bis dann, mach's gut!